Genau, nehmen wir mal mein Wasserdeck. Nix dein Wasserdeck. Ja, kam aber spät die Reaktion, unglaublich, ey. Das ist erstmal gerattert mit dem Hirn, ey, unglaublich. Ja, Leute, willkommen zurück hier beim nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Pro. Dieses Mal wieder mit meiner Wenigkeit und dem Spooky natürlich wieder. Und ja, letztes Mal habe ich ihn ja nicht abgezogen. Ich denke mal, ihr wisst schon warum. Ich wollte ihn mal gewinnen lassen. Aber jetzt, meine lieben Freunde, jetzt geht es richtig weiter. Und mal schauen, ob ich ihn jetzt schlagen kann, weil diesmal nimmt er nicht sein Huso-Deck. Sondern etwas anderes. Merkt ihr, Leute, einfach nur leere Versprechungen. Richtig leere Versprechungen. Ganz einfach. Du verlierst sowieso, mein Freund. Also, vergiss es. Gut, starten dann wir nehmen einfach. Wir mal mein. Ja, genau, dann nehmen wir mal mein Wasserdeck. Nix dein Wasserdeck! Ja, kam aber spät die Reaktion, unglaublich, ey. Das ist erstmal gerattert mit dem Hirn, ey, unglaublich. Ey, wir haben fast 12:30, also laber mich nicht zu, ey. Ey, wir nehmen das hier mitten in der Nacht auf, Leute, und ich gewinne schon wieder. Das ist einfach geskriptet, ey. Klar ist das geskriptet. Ich hab alles gehackt hier. So, das ist jetzt mal ein neues Deck, das kennst du noch überhaupt nicht. Ist auch kein Elementaldeck, falls du jetzt denkst. Nein, nö. Ist ohne Witz jetzt so. Natürlich hast du das schon mal gespielt, mit dem komischen Card-Ding. Ja, aber diesen Elemental Prisma spielt man fast in jedem Deck eigentlich. Aber es ist kein. Ach nö. Leute, das ist so ein Deck, wo er wirklich die ganze Zeit nur Zauberkarten aktiviert. Zauberkarten. War das nicht das Deck, wo du irgendwie 2 Monster gelegt hast und die hatten irgendwie komischerweise plötzlich 4000 Angriffspunkte oder so? Ja, genau sowas, ja. Der legt ein 4 Sterne verkacktes Monster hin mit Ketten in der Hand, keine Ahnung, und es hatte plötzlich 4000 Angriffspunkte. Das war einfach nur unfair. Magiebuch-Deck, ey. Ja, jetzt können wir halt eine halbe Stunde mal zugucken, wie er Zauberkarten legt. Das Deck basiert eben drauf, dass du nur Karten legst die ganze Zeit. Mich wundert's, dass du nicht kartentot gehst, ey. Wow, 700 Angriffspunkte. Ich muss mich fürchten. Was passiert, meine Damen und Herren? Ja, toll. Sag bloß, du kannst es jetzt öfters einsetzen. War's auch Quatsch. Jetzt sagt er wieder das kleine nochmal wetten. Erzähl was, Nao. Sonst ist es langweilig. Ja, es macht Spaß und es läuft. Und jetzt greife ich mal kurz an. Oh ja, und dann, ja, und dann Lebenspunkte gehen halt weg. Und ja, es kommt die nächste Runde. Ja. Wow, du hast echt viel und jetzt kommt jetzt. Ja, unfassbar, ne? Also, jetzt, oh ja. Füttere mein Zeug. Ja, das zieh ich dir gleich wieder ab, also kein Problem. So, das Deck hatte ich bestimmt noch nicht benutzt, weil das habe ich erst seit ein paar Tagen. Der Elementarheld Prisma. Genau, jetzt habe ich das mal. Das ist ja kein Elementarheld-Deck, ne? Ist ja nichts, ne? Ist es auch nicht, der ist nur der Element. Also, ich habe nur den als Elementarheld drin, ne? Mhm. Der glaubt mir das nicht, Leute. Mhm. Der weiß einfach. Ach komm, geh sterben, Junge. Weg mit dem. Tot. So, jetzt brauche ich nur noch eine Karte auf dem Friedhof und dann, ja, wäre schon nice, was dann kommt. Danke, gell, für die Lebenspunkte. Oh nein, ey. Ja, läuft. Okay. Ach nö. Oh, ich hoffe, ich habe MST im Deck. Digga, du musst was erzählen. Die Leute schlafen ein. Ja, ich beschwöre das Viech hier mal. Dann. Es juckt keinen, ey. Es juckt keinen, okay? Wie du ein Viech beschwörst. Und dann hau ich noch die Karte raus und die. Und dann setze ich nix ein. Leute, es tut mir leid. Der Part ist mein schlecht. Aber nur weil ich gewinne. Ja, so. Ja, weil du gewinnst. Dein Monster hau ich jetzt eh wieder weg. Nein, tust du nicht. Wirst du gleich sehen. Ich weiß schon. Was laberst du? muss mal kurz was gucken.
Ja, das machen wir mal. Der Effekt ist eigentlich ziemlich knorke. Dann kann ich immer schön die Lebenspunkte abziehen. Attacke! Hä? Was denn? Einmal pro Spielzug. Wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, du kannst ein XY-Monster von dieser Karte abhängen. Sie kann sofort einen zweiten Angriff durchführen. Ja, läuft natürlich. Ja. Aber vielleicht nicht direkt angreifen. Ja, aber was ist das denn für ein Effekt dann, wenn das nicht funktioniert? Ja, das ist der Kachikochi-Dragon. Kachikoki. Kachikochi-Drache. Oh Mann. Dein Dimensionsriss regt mich jetzt schon auf, gell? Also nur so als kleiner Tipp. Wie? Kann gar nicht sein. Doch, weil wenn du meine Monster entfernst, das ist kacke. Ich brauch meine Monster. Sie sind sexy. Ach, ich will nicht mischen. Deine Monster sind nicht sexy. Alter, sag nichts gegen Kachikochi, okay? Er ist richtig Kachikochi. Wie viele Angriffe hat denn dein Kachikochi? Kachikochi-mäßig 2100. Was? 2100. Guck doch selber, bist du behindert? Schafft er es nicht mit seiner Maus auf mein Spielfeld zu gehen und zu gucken, oder was? Alter, muss ich für ihn gucken. Weißt du, meine Karte wird so richtig präsentiert, schön in der Mitte und so. Geschützt von zwei Karten. Ja, schaffe ich nicht drauf, selber zu gucken. Nee. Muss ich den Gegner fragen. Beste wäre, wenn das noch so macht. Okay, Am besten wäre es, wenn du es noch so machst, aber warum funktioniert das jetzt schon wieder nicht? Weil du es nicht kannst. Was? Ich habe nichts gehört. Dann lest mal da unten. Wie viel Attacke hat dein Monster? Achso, ja, so läuft es eigentlich auch, ja. Ja. So könnte man natürlich auch fragen, also. Ja, rein theoretisch, ne, aber. Das hat man jetzt wahrscheinlich voll in der Audiospur gehört, wie ich jetzt irgendwie hier reingeballert habe. Aber wen juckt's? Digga, willst du nicht mal angreifen oder so? Was kommt jetzt schon wieder? Wie von der Karte? Ein Scheiß wirst du. Schön, dass du eine Fallenkarte aktivierst. Ja, leckt's mir am Fitzel. Ja, aber du hast Glück, dass sie nicht zerstört wird. Die kommt einfach nur in deinen Dreckstack wieder. Und dein Dimensionsriss muss weg da unten. Das ist Pflicht. Jeder Spieler kann nur ein Monster von einem Typ kontrollieren. Lege alle anderen Monster, die ihr kontrolliert, auf den Friedhof. Sag mal, spinnst du? Nee, läuft für mich. Ein Scheiß läuft für dich. So, nochmal Attacke. Mainphase 2. Hä, warum kann ich den nicht spielen? Weil das nicht geht. Ach so. Ja, jetzt weißt du es. Ist das der gleiche Typ? Ja. Was, hä? Egal, mach einfach weiter mit deinem schlechten Deck da. Mhm. Sag mal ganz ehrlich, Leute, findet ihr dieses Magiebuch-Deck irgendwie jetzt interessant? Was ist das jetzt schon wieder? Du kannst einen zufällig von... Oh, ich könnte ausrasten. Aber du hast einen Fehler gemacht. Und der wer? Ja, wirst du gleich sehen. Leute, er hat es auf den Friedhof gebracht, perfekt. Warte mal, kannst du das hier drunter aktivieren? Ja. Das lohnt sich noch nicht. So, jetzt reißt ihr den Arsch auf. Ja, reißt mir den Anus auf, los. Warum? Ich kann den nicht... Der ist aus dem Spiel draußen, ne? Komplett. Egal. Entfernt, ne? Ja, läuft bei dir. Die Euphorie vorhin in der letzten Runde und dann... Hä? Guck mal, ich kann gar nicht den Effekt aktivieren. Warum kann ich keinen Effekt aktivieren? Bei dir funktioniert gar nichts. So eine Scheiße! Geh weg, geh sterben, Junge! Es greift aber krampfhaft an. Digga, ich drück hier wie ein Irre drauf, ich kann keinen Effekt aktivieren. Hallo, einmal pro Spiel, so kannst du einen Fusionsmonster mit deinem Extra. Ich glaube, ich raste aus, ey. Ah, jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's. Komischerweise. Läuft auf jeden Fall. Weg mit denen. So, hier. Ja, fick die Waldfee. Nun? Wow, toll! Scheiße, ich hab gedacht, ich kann eine Karte zerstören, jetzt zerstöre ich mein eigenes Monster. Fuck, Mann. Oh. Okay, ganz ruhig, Spooky. Tief durchatmen. Brot. So, weiter geht's. Was denn jetzt schon wieder? Oh, Mann. Nix. Ganz ruhig, Spooky.
Ich hasse dein Magiebuchdecken, besonders deinen scheiß Dimensionsriss da unten, wirklich. Und diese Feinkarte, die ist auch von Rotz. Ein bisschen. Ich zünd dich gleich an, ein bisschen. Ein bisschen. So, wir sind schon in der 10. Runde und Nao schläft immer noch. Ich schlaf doch gar nicht. Dann mach hin, Ja, wartet doch, ich zeig. Weißt du, ohne Witz, ey. Weißt du, meine Züge sind viel interessanter, viel cooler und so, deine. Die sind nicht cooler, du setzt einfach nur was ein, was nicht funktioniert. Digga, mach weiter, du kriegst Stress mit mir. Ja, Spritz ab, komm. In dein Face. Ach, jetzt weiß ich, warum ich den Effekt nicht aktivieren kann. Na, wegen deiner scheiß Fallenkarte, weil wenn ich den Effekt hast du noch nicht durchgelesen, gell? Ich kann zum Beispiel einen Fusionsmonster, also was man dazu braucht, auf den Friedhof legen, zum Beispiel einen schwarzen Magier. Und dann heißt die Karte schwarze Magier für die Runde. Mhm. Und da das ja aber ein anderer Typ ist, funktioniert das nicht. Mhm. Mann, ich könnte wieder Eier lutschen, ey. Ich glaube, ich spinne. Echt? Warte mal, während deines Stuns diese angreifende Karte ein Monster deines Gegners durch den Kampf zerstört. Ah, okay. Dann machen wir das doch mal hier. Was so schön war, aktivieren wir gleich den Effekt. Und du hast verloren. Leck mich an den Arsch. Wieso? Okay. Nö. Was für ein fuck Monster, Mann. Was war das denn? Doppelangreifen und hat schon 3000. Was für eine Hurensohn-Karte schon wieder, Mann. Wisst ihr, gerade war noch so die innere Ruhe und jetzt, boom, Nao explodiert. Nao, digitier bloß nicht, gell, also, das geht zu weit. So, wir machen weiter. Unglaublich, ey. What the fuck, Mann? So, ich merke gerade, ich habe gar kein MST in meinem Deck, das muss geändert werden, weil... Geh zu. Halt die Klappe. So unglaublich, hier. Das kommt der raus. Du. Ich bearbeite kurz mein Deck. Jetzt halt ja, ich bearbeite auch gleich mein Deck. Ja, mach mal. Cool. Ja, okay. So, bin fertig. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich weiß. Das kann es nicht sein. Ja, natürlich. Natürlich. Ich glaube, ich spinne. Wieso mische ich schon wieder, ey? Nao ist cool, er will Zaubertricks zeigen. Keine Ahnung. Oh Mann. Ja, der Mischkönig ohne Ende. What the fuck? Nee, egal, scheiß drauf. Aktiviere die Karte, indem du 1000 Lebenspoints zahlst. Effekte von Monster in deiner Hand können nicht aktiviert werden. In der Hand können nicht aktiviert werden. Du kannst keine Effekte von der Hand aktivieren. Das ist zum Beispiel jetzt gut für meinen Ritter, also den ich da gerade hatte mit 3000 Angriffspunkte. Ja, schön. Für mich ist auch gleich was schön. Ja, so. Zieh halt nochmal dein Gear-Ding da und mach nochmal. Klar. Ah, das funktioniert nicht. Scheiße, ich hätte das Monster nehmen sollen. Egal, dann machen wir das eben so. Ja, leckt's me. Scheiße, jetzt habe ich kein Monster. Ich hätte das Monster nehmen sollen, weil die Karte kann ich nicht zweimal aktivieren. Digga, schlaf mich ein. Mach hin. Ja! Er ist gerade mal 3 Sekunden dran. Ja, wirklich, ey. Wird schon gleich meiner, ey. Oh Mann, ich will dich doch nur ärgern. Na klar. So. Electric Zeus. Ich glaube doch, du hast mal gegen dieses Deck gespielt. Jetzt fällt es mir gerade ein. Kennst du noch diesen einen Drachen, den ich beschwören kann, wo dann alle Zauberkarten entfernt werden? Ja, natürlich kenne ich das. Ja, und das ist das Deck. Ja, sehr geil. Sehr geil, guck. Ja, und da dein ganzes Deck aus Zauberkarten besteht, hat er so. Eben, ey. Ja, komm, ich zieh wieder nur Rotz, wirklich. Also, ganz ruhig, Spooky. Tief durchatmen. Ja? Nee, ich musste kurz überlegen. Alter, wie oft willst du noch Karten ziehen, ey? Digga, ich hab nur Zock. Ja, endlich. So. Kennst du eigentlich... Also, ich hab dir ja den Effekt erklärt, gell? Aha. So, erstmal das hier. Jetzt heißt der schwarze Magier, kannst du mal drüber gehen. Da steht jetzt dunkler Magier in Klammern. Nö. Geh mal mit deiner Maus drüber, wo meine Karte steht. Elemental, Prisma. Ja, das sehe ich jetzt, okay. So, dann kann ich jetzt deswegen auch das hier aktivieren. Alle deine Zauberkarten mal weg. Was aktiviert sich denn jetzt schon wieder? Meine Mama. Deine Mama? Wow. Naos Mama.
Okay, ja, den kleinen Spaß, die kannst du dir ruhig holen. Und warum kann ich die jetzt nicht wieder aktivieren? Finde ich super. Egal, dann greifen wir an. Weg mit dir. So muss es laufen. So eine Scheiße, Alter. Danke. Ja, genau dieses Monster war das. Es hatte, scheiße, plötzlich 4000 Angriffspunkte. Mhm. Ich glaube, ich spinne. Ganz ruhig, Spooky. Es ist alles gut. Wahnsinn. So. Jetzt kommt das Ding, Drecksfuzzi-Ding schon wieder. Das muss ich aber versuchen, weil eigentlich müsste ich die Karte hier aktivieren können, aber... Was hast du jetzt da aktiviert? Falls dein Gegner Karten zieht, außer während der Draw-Phase, kannst du diese Karte verfügen, den Rest dieses Spiels. Also, hä, warte mal. Nochmal. Und seinem Deck hinzufügen. Das Ziehen einer Karte wird auch. Okay. Ja, das juckt mich nicht. Aktivieren. So, wie war das mit der Karte? Ich hoffe, das funktioniert nicht. Wenn es jetzt nicht funktioniert, habe ich verschissen. Doch, es funktioniert. Endlich. Oh nein, jetzt geht's los, ey. So, jetzt kommt mein schöner Drachen und da du ja schon ein paar Zauberkarten hast auf dem Friedhof, Effekt aktiviert sich natürlich. Geht das schon wieder los? Nicht. Ja, ja. Warum? Keine Ahnung. Das Spiel will mich mal wieder verarschen. Nee, das können wir nicht. Dann greif halt an. Klar, mach ich. Hier, bitteschön. Scheißdreck. Ja, ich kann nicht mehr gewinnen, weil meine zwei Karten, wo ich immer Attacke kriege, sind ja schon draußen. Das heißt, ich habe schon verloren. Ich habe schon verloren. Digga, du gibst aber nicht auf, du kämpfst jetzt. Nicht wie im letzten Part. Nein, nicht Dimensionsriss. Ich habe schon verloren. Mein Ananas. Also, wenn es Musikproduzenten da draußen gibt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, meldet euch bei Now. Scheiße, ich habe eine falsche Karte gespielt. Ja, okay, meldet euch doch nicht bei ihm. So, wie könnte ich dich jetzt ausnocken? Ja, einfach angreifen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht das. Jetzt kommt seine ganze. So, jetzt haben wir 3000 Lebenspunkte. Ja, ja. Trollololol. Lalalala. Aber ich aktiviere noch die hier. Ja, guck. Das Deck ist einfach. Ich ist halt scheiße, wenn ich ein Deck habe, was nur Zauberkarten hat. Also, es war ja von vornherein schon bestimmt zu verlieren. Yep. Ja, eben. Es ist zwar. Das, da braucht man kein Können dafür. So, weil es so schön war, holen wir gleich noch einen Drachen. Jetzt aktiviert sie auch seinen Effekt und ich kann endlich schön meine Zauberkarten hier auswählen. Oh. So, wie viel Angriff kriegt denn der jetzt? Auf jeden Fall einiges, Leute. Warte, ich bin gleich fertig. Ich muss jede einzeln auswählen. So, fertig. Boah, guck dir mal die ganzen Zauberkarten an. Alles nur aus meinem Friedhof bis jetzt. Jetzt geht's bei deinem los. So, und wie viel? 4600! Du hast aber Glück, dass ich nicht angreifen darf, weil ich ja meine Monster geholt habe. Oh, wie gnädig. Das ist unglaublich. Mann. Also, ich muss das jetzt einfach bringen, weil im letzten Part hast du mich abgezogen und jetzt muss ich dich einfach abziehen, verstehst? Mhm, hab ich mal schon gedacht. Kann ich nicht bringen, einfach. Bestätige 3 Karten, ja, schön. Das sind 3 hässliche Karten, jetzt muss ich auch noch eine auswählen. Hier, nimm die da. Ist das jetzt gut für dich? Ich habe keinen Bock, die Karte zu lesen, zu viel Text. Ja, na klar, ist die nicht gut für mich. Mit so vielen Monstern, kann ja keine Attacken aufwerten. Okay. Ich hab dir nicht zugehört. Dein Ernst? Ja, was soll ich machen, Mann? Ich bin doch eh weg. Alter, okay. Ich bin, seit der Runde weg, wo du meine 2 Zauberkarten da weggedustelt hast. Weil das ist ja die Strategie des Dings. So, erstmal das Monster weg, dann darf ich nochmal angreifen. Und jetzt noch mit fetten Attacke direkt ins Gesicht. Und ich habe gewonnen, meine Freunde. 2. Part. Das habe ich leider nicht mehr gesehen. Ich habe das Fenster schon geschlossen gehabt. Ich habe gewonnen. Alles klar. Ja, Leute, das war's dann von diesem Part. Etwas länger jetzt diesmal. Circa 6 Minuten länger. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Nao hat wahrscheinlich eh wieder nichts zu sagen, oder? Hast du was zu sagen? Ich glaube, er ist weg, Leute. Ich glaube, er ist wirklich weg. Hast du was zu sagen? Ja, was wird das denn?
Nein, ich habe nichts zu sagen. Wie immer nicht. Wie immer, Leute. Ja, immer ich, muss ich die Endcard machen. Es ist ja, weil ich muss ja immer die Anmoderation machen. Also okay, bitte. Das ist ein Argument. Er muss immer den Anfang machen, weil ich hasse Anfang zu machen. Ich muss immer den Endcard machen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, Abo da. Unterstützt uns sehr. Schreibt es in die Kommentare und schaut bei ihm noch vorbei. Den Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Ja. Halt die Klappe jetzt, jetzt bin ich dran. Verschluck dich beim Reden nicht, ey. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute, ich bin euer Spooky und tschüss.